So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen heutigen Testfahrvideo. Ganz, ganz oft wurde ich schon nach der KTM RC 390 gefragt. Bisher gibt es nur ein Video zur KTM Duke 390. Das könnt ihr euch hier oben gerne mal anschauen. Und jetzt fahre ich eine ganz kleine Runde. Das hier wird kein vollständiges Testfahrvideo, sondern wirklich nur eine ganz kleine, ich fahre mal RC 390 und sage, was ich so fühle, Video. Denn eine gute Freundin ist hier um die Ecke, die hat ein neues Motorrad und das darf ich jetzt mal ausführen. Ich freue mich sehr. Wir schwingen uns gleich drauf und fahren eine Runde. So, ich bin super gespannt. Okay, also 373 Kubik, 44 PS, 820 mm Sitzhöhe. Das sind so die Daten von der RC 390, die ich jetzt weiß. Duke 390 hat mir immer extrem gut gefallen und RC 125 fand ich auch schon nicht so schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sage ich zu RC 390? So, erstmal so ein bisschen, das sind jetzt wirklich die allerersten Meter auf dem Motorrad. Erstmal so ein bisschen, ja, reinfinden. Also ich muss sagen, was einem sofort auffällt, 820 mm Sitzhöhe ist gar nicht so wenig und man sitzt mit dem Arsch sehr weit in der Luft. Also man sitzt hier wirklich sehr, sehr sportlich drauf. Und man fühlt sich ja, also man merkt halt, dass hier kaum Gewicht vorhanden ist. Ne? Gerade eben bin ich noch ZH2 gefahren auf dieser Strecke. Und den Gewichtsunterschied, der ist halt absolut riesig. Und das merkst du natürlich sofort. Ja, sehr, sehr sportliche Sitzposition. Und eine Gabel, die doch beim Anbremsen gut eintaucht, ein gutes Stück eintaucht. Wir haben hier ja einen Einzylindermotor, das spürt man auch. Also Vibrationen sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen bei dem Motorrad. Ah, man fühlt sich hier direkt drauf wie so ein kleiner Racer, obwohl ich gar nicht schnell bin. Ja, ich bin hier kaum an den 100 km/h, aber es fühlt sich direkt an wie so ein kleiner Racer. Ah, mega spaßig, total leicht. Hier so Wechselkurven, fühlt sich halt an wie auf einer 125er. Fühlt sich an wie eine 125er mit Bums gerade, ja. Ich sag mal, 44 PS ist jetzt schon echt nicht schlecht. Aber die Vibrationen sind deutlich mehr, als ich das jetzt bei der KTM Duke 390 in Erinnerung habe. Also, ich sag mal, das Motorrad ist hier von 2015, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch schon, ich glaube, 15.000 Kilometer runter. Aber die Vibrationen sind vor allem im Fuß schon wirklich, wirklich, wirklich stark. So. Und irgendwas vibriert auch. Aber egal. Also ich muss sagen, also fährt sich auf jeden Fall erstmal mega spaßig. Hey, leck mich am Arsch. Das, man merkt, man spürt halt direkt, dass hier die Sitzposition echt extrem sportlich ausgelegt ist. Und auch das Getriebe schaltet wirklich gut. Also ich kann hier auch sehr, sehr gut ohne Kupplung hochschalten. Das macht Spaß und funktioniert sehr gut. Geil! Ich habe gerade richtig ein Grinsen im Gesicht. Und das auf 44 PS. Das zeigt mal wieder, PS heißt überhaupt gar nichts. Das macht richtig Laune, hier mit hier lang zu fahren. Aber sagen, man muss den Motor schon echt ein bisschen auf Drehzahl halten. Also die knapp 400 Kubik, die brauchen schon etwas Drehzahl, um dann auch ein bisschen Vortrieb zu liefern. So richtig unten raus kommt da jetzt nichts. Aber wenn man sie dann mal ein bisschen dreht, dann geht das schon echt verdammt gut. Also muss ich sagen. Vor allem dann halt für so eine kleine Strecke hier. Ist das schon echt mehr als genug. Ah, das war eine sehr schlechte Linie. Bitte kein Vorbild an dieser Linie nehmen. Also die RC fährt sich wirklich absolut spielerisch einfach. Einfach und dabei wirklich in einer sehr sportlichen Sitzhaltung, muss man echt sagen.
Vom Fahrwerk her ist er aber deutlich weicher, als ich gedacht hätte. Das ist jetzt eine Sache, die ich mal sagen kann. Also vom Fahrwerk, da merkt man ganz klar, die Komponenten sind jetzt natürlich nicht die radikalsten und oder hochwertigsten. Das ist schon alles hier ein bisschen weich. Passt jetzt aber natürlich zum zu der Gesamtidee von dem Motorrad. Das ist natürlich ein absolutes Einsteigermotorrad. Wenn man sich aber mal anschaut, was manche Leute hier mit auf einer Rennstrecke abfeiern, also dann muss man sagen, oh, da steckt schon einiges dahinter. Also die kann schon was. Also macht auf jeden Fall Laune. Für A2 mal wieder halt eins dieser perfekt dimensionierten Motorräder. Der hat zum Fahren lernen einfach perfekt dimensioniert. Einfach geil. Getriebe schaltet wirklich sahneweich. Also ich kann hier ohne Probleme ganz easy, ohne der Kupplung schalten. Hoch und runter, butterweich beides. Funktioniert extrem gut. Also man muss ganz klar sagen, hier auf dem Motorrad ist natürlich alles sehr einsteigerfreundlich. Also Bremsen und Fahrwerk sind halt wirklich weich und die Bremsen sind jetzt auch echt nicht die bissigsten. Aber zum Fahren lernen, zum sportlich Fahren lernen, reicht das schon mehr als genug aus und macht halt gerade wirklich Spaß. Also ich habe, das ist halt immer das Ding, ich fahre diese Kleinkubik-Motorräder oder diese Anfänger A2-Motorräder und habe auf diesen Strecken, gerade auf so einer Strecke wie hier, die halt wirklich eng und echt technisch ist, deutlich mehr Spaß als mit irgendwelchen riesen Kubik-Dingern mit 100, 200 PS oder so, die hier komplett fehl am Platz wären. Aber mit hier dieser RC390, also das ist schon richtig geil. Ich muss sagen, jetzt über das doch längere Fahren, über die paar Minuten, die ich jetzt fahre, also die Vibrationen sind schon wirklich stark. Gerade im Lenker merke ich die ganz, ganz deutlich. Da muss man halt sagen, gut, Einzylinder, ne? Man kennt ihn. Macht, ach, das macht so eine Laune. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Spaß ich mit dem Ding habe. Geil. Es ist aber genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist wirklich, für mich ist so eine RC390, wie auch eine Ninja 400, wie auch eine Duke 390, wie auch eine Z400, wie auch eine, ah, jetzt komme ich schon ins Straucheln. Diese Kubik-Klassen-Motorrädern, das sind die 125er, wie sie sein sollten. Also von der Idee her. Ja, das ist wie die Wunsch 125er wäre. Weil das Handling hat sie wirklich wie bei einer 125er. Total einfach von links nach rechts zu werfen. Überhaupt nicht anstrengend zu fahren. Aber trotzdem mit ein bisschen Bums, dass man halt auch am Berg da nicht verhungert. Und dass man halt, ja, ich sag mal, auch an einem Berg mal überholen kann oder so. So, jetzt gucken wir es uns aber trotzdem ganz kurz mal an. Also früher als die RC390 oder auch die RC125 rauskam, da wurde ja immer über diese Optik hier vorne so ein bisschen gelacht. Ich muss aber sagen, mittlerweile ist es gar nicht mehr wegzudenken. Diesen Entenschnabel, der passt eigentlich schon richtig gut zum Motorrad. Und allgemein die Lackierung, wie sie jetzt hier ist, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist schon alles vor allem sehr radikal und sehr, ja, auf, da ist halt nicht viel dran an dem. So, da hat mir leider meine wunderschöne GoPro Hero 8, Grüße gehen an der Stelle raus an GoPro, die es leider immer noch nicht schaffen, ordentliche Kameras zu bauen, hat mir leider gerade einen Streich gespielt. Beim Durchgucken der Aufnahme habe ich leider gesehen, dass die mittendrin abgebrochen hat. Nicht schlimm, ich habe ja Zeit, ich mache das Ganze einfach nochmal. Ich war nämlich gerade dabei zu erzählen oder zu sagen, wie geil dieses Motorrad aussieht und dass sie doch wirklich ordentlich radikal aussieht. Gerade hier sowas wie die Schwinge, das gefällt mir schon echt gut. Ich mache an der Stelle nochmal kurz einen Soundcheck. Check. Den habe ich nämlich unten auch gemacht. So, hören wir doch mal rein. Ah,
Also ich muss sagen, das hört sich schon für so ein A2-Motorrad richtig gut an. Man hört natürlich ordentlich den Einzylinder, aber das macht wirklich gut was her, finde ich. Ja, ich fasse jetzt nochmal das, was ich gerade auf dem Motorrad am Ende noch erzählt habe, was wir jetzt leider nicht hören, das fasse ich jetzt nochmal schnell zusammen. Also wenn einen Vibrationen nicht stören und man was wirklich Sportliches für A2 sucht, dann ist die RC390 zumindest eine ordentliche Probefahrt mal wert. Ich finde, die macht echt Spaß, lässt sich besonders auf solchen engen Strecken sehr, sehr einfach bewegen und auch sehr schnell bewegen. Und macht echt was her, ist ein geiles Bike. Ja, so, und viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.